Wirklich ganz reizend. Na, aber da wird der Tommy schauen. Oh, sie wird ihm gut gefallen und er wird eifersüchtig sein. Das kann ihm gar nicht schaden. Er ist sich ohne dies seiner Sache meist zu sicher, beruflich und privat. Also, das glaube ich nicht. Nein, 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 das spielt er nur, Dagmar. Nein, mir kann er das nicht verkaufen. Also manchmal denke ich mir, es könnte ihm gar nicht schaden, aus seiner falschen Sicherheit einmal herausgerissen zu werden. Na, meine Damen! Ja, sagen Sie! Jetzt hätte ich mich aber fast verschüttet. Was man da Tommy für ein Kostüm verpasst hat, der hat gesagt, ich muss unbedingt erst um Döschen gehen, weil ich so was Dominantisches habe. Der hat immer so Ideen. Ja, mich da drinnen ins Spiel geschaut, was so ein Gewandle ausmacht und so. Ja. Also, wenn mit der Oberholzenberger sehe, den treffert klar, das war. Na, was glauben Sie, was mein Mann sagen würde, wenn er Sie so sehen würde? Aber er sieht's leider nicht, er kommt nicht. Also Verkleidungen sind ihm ekelhaft, hat er gesagt. Und er mag auch den ganzen Fasching nicht, also den sind wir leider los. Ja, aber bitte, Frau Schiffin, ja. Sie tun ihn sich schon ein bisschen verkleiden, weil sonst ist ja dieser ganze Zirkus in der Konditorei unten gar keine Hetz. Also wissen Sie, erstens verspreche ich mir nicht sehr viel davon. Und nein, ich werde einen komischen Hut aufsetzen, wenn ich ihn finde. Oder einen Schal. Und ansonsten bin ich viel zu bequem. Der Daddy hat ja eine ganze Schachtel mit Sachen unten deponiert. Man kann zum Verkleiden, damit jeder was hat. Und dann kommt noch sein Freund, der Habakuk, ja, der wird uns noch was vorzaubern. Oh. Und ja, und dann hat er angeschafft, dass wir eine Probe machen müssen. Ja, muss na ja, sein, damit er sich nicht blamiert dann ja. Vor den geladenen Gästen. Also wenn das Publikum halt dann kommt. Das ist ja ein Vollprofi, der Daddy. Ja, hallo, Kuba Lafitte? Grüß Gott, Herr Dr. Heidenreich. Nein, der Tommy ist noch nicht da. Die Tagung ist zwar schon zu Ende, seit 11 Uhr, aber er ist noch nicht da. Er soll Sie sofort zurückrufen. Ganz... Moment! So laut? Oh, gut, hallo? Geschwind, Herr Doktor. Ja, er kommt grad, der Chef. Er kommt gerade bei der Tür herein. Einen Augenblick, bitte. Der Chef. Hallo, ja. In dem Moment zu nach Hause kommen von der Tagung. Ja, ja, ich bin mich sehr gut unterhalten mit einem Studienkollegen dort und... Und am Montag bis Montag habe ich sicherlich den Bericht zusammen. Was? Ja, natürlich weiß ich, was bei einer Testamentserstellung zu beachten ist. Ja. Ja, na, man muss aufpassen, dass der Zeuge mit dem Begünstigten nicht verwandt ist. Das wäre ein Ausschließungspunkt, nicht? Ja, mein Gott. Kinder, Geschwister, Enkeln und solche Sachen. Schwägerinnen auch? Und die Frau Stromberger, die das Testament bezeugt hat, ist die Schwägerin der späteren Erbin? Um Gottes Willen. Um was geht es denn hier? Ja, ich weiß nur, dass der Tommy in der Abwesenheit von Dr. Heidenreich ein Testament erstellen musste. Ein alter Herr wollte zugunsten seiner Nachbarin das Testament ändern lassen. Ach, Geschichte, das hat mir ja der Franz erzählt, ja natürlich, aha. Der Erbe soll irgendeine fragwürdige Erscheinung sein. Ja, sehr merkwürdig. Er hat auch den alten Herrn dann in Wirtshäuser geschleppt, ihn betrunken gemacht und ihn ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja, das passiert oft bei so alten Leuten, das weiß ich. Kann man da nicht? Ja. Na, diese Nachbarin, die hat sich wahrscheinlich um ihn gekümmert, ne? Die wird wahrscheinlich für ihn einkauft haben und gekocht und gewaschen. Vielleicht hat es auch einmal ein bisschen gegeben, wenn ich derbs offen ausgebracht. Ja, aber er hat sich dann besonnen und er hat dann eben die Nachbarin ins Testament einsetzen lassen, in der Kanzlei von Herrn Dr. Heidenreich. Ja, was und diese Frau Stromberger ist jetzt verschwägert mit der Erbin und das Testament ist ungültig, ne? Mein Gott, wie hat man das nur entgehen können? Und was der Gauner, der hat angerufen, triumphierend. Tommy! Es ist, Herr Doktor, es tut mir unheimlich leid, aber es ist... Tommy, ich... Montag. Bitte, Montag, ja. Montag. Tommy, nimmst halb 8 Uhr in der Kanzlei. Jesus Maria. In Ordnung. Hey, ich wollte... Bitte nimm's doch nicht so ernst. Ärger dich doch nicht. Na, ich muss mich darüber ärgern. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Naja, das ist Nein. Der ist leider Gottes nicht rückgängig zu machen. Gott. Der alte Herr ist nämlich gestorben. Oh, weh. Und das Testament, das er bei uns erstellt hat, ist jetzt ungültig. Und dieser Gauner, der nimmt das Erbe jetzt aber an. Aber Herr Doktor, sind Sie sicher, dass nicht in dem Testament auch irgendein Hund drinnen ist? Das weiß ich nicht, das muss man natürlich überprüfen, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass das Testament, das er bei uns erstellen hat lassen, dass das ungültig ist und diese vorgesehene Erbin
eben um ihr Erbe umfällt. Das ist na, Tommy, jetzt schau mal, deine ganze gute Laune ist weg, der ganze Tag ist dir verpasst. Wir werden mit Franz reden. Du, er findet bestimmt einen Ausweg. Nein, danke. Das ist meine Angelegenheit, die muss ich alleine regeln. Da kann mir kein Mensch helfen. Frau Chefin, ich glaube, wir gehen vielleicht jetzt hinunter und suchen für Sie eine lustige Maskerade aus. Und ich werde schauen, ob ich dem Janik ein bisschen helfen kann. Ja, ist gut, Kinder. Ich sehe euch dann gleich, gell? Gib, Tommy, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie es dir jetzt im Moment vorkommt. Es ist noch viel schlimmer. Diese Nachbarin, die kann uns jetzt auf Schadenersatz klagen. Weißt du, ich meine, es ist ja nicht allzu viel da, das stimmt schon. Es ist ein kleines, desolates Häusl gibt's da und ein Sparbuch mit einem kleinen Sparguthaben, das ist alles. Aber für diese Nachbarin ist das ein kleines Vermögen. Und wie hat's der Dr. Heidenreich aufgenommen? Schlecht. So schlecht gelaunt habe ich ihn überhaupt noch nicht erlebt. Dabei, jetzt verstehe ich es natürlich, er muss ja alles auf seine Kappe nehmen. Aber jeder kann einmal einen Fehler machen. Mir ist am Anfang auch einiges daneben gegangen. Nur, ich bin halt nicht allein an Bord. Bitte, Dagmar, das kann man doch bitte nicht vergleichen. Ja, aber der Dr. Heidenreich hat doch erst unlängst erzählt, dass er als junger Rechtsanwaltanwärter auch viele Fehler gemacht hat. Ja, darüber redet sich sehr leicht, wenn das lange her ist. Ich weiß nicht, ich hab Angst, dass er mich vielleicht sogar jetzt kündigen will. Weißt du, wie furchtbar das Gefühl ist, wenn man das weiß, dass man einen Fehler gemacht hat und damit jemanden geschadet hat? Ich glaub's dir ja, dass es schlimm ist. Aber mir haben Fehler immer weitergeholfen. Und eins ist sicher, sowas passiert dir sicher nie mehr wieder. Das ist ein schöner Trost, ich danke. Der einzige Trost ist, dass man aus jedem Fehler lernen kann und dass du jetzt weißt, dass es halt einmal auch daneben gehen kann. Bitte hör auf, das klingt wie ein paar Sprüche aus einem Lehrbuch für positives Denken. Das ist doch alles nur Theorie. Ich versuch halt irgendwas praktisch Verwertbares draus zu machen. Hm? Und jetzt warte mal ab, was die Besprechung am Montag ergibt. Montag, das ist ja das Größte überhaupt. Jetzt kann ich das ganze Wochenende warten, bis diese Entscheidung fällt. Es hängt wie ein Damoklesschwert über mir. Komm, jetzt marter dich doch nicht. Ich habe eine gute Idee. Du kommst mit hinunter zur Probe in die Konditorei. Du weißt eh, der Teddy macht heute dieses Zirkusfest für alle Hausbewohner. Hm? Komm mit runter. Das glaubst du doch nicht wirklich. Glaubst du, ich gehe jetzt hinunter zu diesem Teddy, der mir sowieso unsympathisch ist und dass ich mir vielleicht jetzt eine rote Nase ins Gesicht hänge und lustig bin, bloß weil Fasching ist. Ja, aber da herum im eigenen Saft schmoren hilft da auch nicht, Tommy. Stimmt, du hast recht. Ich werde ein bisschen spazieren gehen. Hirn auslüften. Ich komm mit. Nein, nein, ich möchte allein sein. Ja. Geh du nur tanzen, das tust du eh gern. Und Tänzer bin ich ja auch keiner. Ja, wer ist denn da, um unseren Zirkus Janek zu eröffnen? Hier sehen Sie, was Sie noch nie gesehen haben. Den jüngsten, besten Zirkusdirektor, jawohl! Zirkusdirektor, den gelegentlichsten Zirkusdirektor aller Zeiten. Ela Hopp, alles außer Best. Ja, warte ein bisschen, die Probe hat ja noch nicht begonnen. Wir sind ja noch nicht fertig mit den Vorbereitungen. Ich bitte dich, Guido. Also, Guido, du bist jetzt der Zirkusdirektor ohne Artisten. Und ich, was bin ich? Ich bin eine Trapezkünstlerin ohne Trapez. Eine Tochter der Luft, der manchmal die Luft ausgeht. Aber wir geben nicht nach. Gell, Guido? Das hast Nie du. Und nimmer. Das hast du wunderschön gesagt. Ich danke, Hela. In unserem Zirkus, da kann man hupfen, da kann man schnaufen, da kann man machen, was er will. Denn dieser Zirkus ist Leben. Ja, Frau Steffi, bitte ein paar Brötchen, ja, und zwei Glas Sekt in die rein, Heute muss es nur lustig bei uns zugehen, Heute gilt nur eine gute Stimmung, da gibt's keine melancholischen Betrachtungen. Na, aber wie kommst du denn auf melancholisch? Überhaupt nicht. Wir sind
fröhliche Realisten und schauen zu, wie die anderen im Zirkus herumstrampeln. Und du siehst süß aus. Also, aller weiß, gibt mehr Junge, die so fest beieinander sind wie sie zwei. Ach, wenn Gott. Ich denke, was meine Tochter immer zusammenjammert, dauernd sticht sie irgendwo im Kreuz oder im Kopf oder in der Psyche. Ich meine, uns fehlt ja auch allerhand, nicht? Aber uns ist das doch zu fad, dass wir immer drüber reden. Herr Direktor, grüß Gott. Das glaube ich, grüß Gott, grüß Gott. Das ist das Beste. Wenn ich Sie so anschaue, Sie passen wirklich nach Maß in diesen Zirkus. Ja. Wer Sie das Regiment in dieser Untersteiner Gasse führen, da sind ja alle Raubtiere gebändigt. Schau, was Sie da draußen tut. Was ist denn das da draußen? Na, schau mal. Ei, da scheint die Hyäne der Großstadt. Das ist ein Raubgar. Schauen Sie mir nicht so an, ich habe Ihnen nichts getan. Wer sind Sie bitte? Also weißt du, ich kenne ja nicht das ganze Polizeiarchiv auswendig, aber mir kommt vor, das ist ein wandelndes Phantombild. Ja, vielleicht ist es ein Fahrlehrer, der uns einen Führerschein verkaufen möchte. Also bitte, das hier ist eine geschlossene Gesellschaft und wir brauchen keine Laufkundschaft. Betty! Das ist ja der Betty! Na sowas! Ja, was steht mich da? Küss die Hand durch! Wie du dich verkleidet hast! Ja. Du schaust dir an, aber das ist nicht, passt nicht zu unserer Devise mit dem Zirkus und so. Ein Strizi passt überall wohin, ja, auch zum Zirkus. Lass die Ausschau, Steffi! Ja, du schaust gut aus, ja. Weißt du das? Das hole dich. Die Haare, alles Leib und die Beine da. Für sehr gut. Strenge Herrin. Ja. Domina. Ja, heute gibt's keinen Pardon. Für die Herren, willkommen, kriegst du ein Glas Sekt. Keinen Pardon, höre ich. Steffi, gilt das auch für mich? Aber, Daddy, war ich zu dir schon einmal gnadenlos? Na, bis heute noch nicht, aber erst heute hast du so einen grausamen Zug um den Mund. Ja, ich weiß nicht, also ich kenne mich schon, ich kriege eine Ganselhaut, wenn ich höre. Ganselhaut kann nie schaden, das ist ein Beweis, dass sich was tut, inwendig. Na ja, innerlich schaue ich ein bisschen leer aus heute. Ich meine, nicht sördisch. Sördisch ist alles Urlaub. Aber ich meine, Subkutan, weißt du, okay, und dann sagen. Du meinst so in der Gegend von Taschlowitz. Taschlowitz. Steffi, ich bin flach. Ah, sag einmal, einer von deinen Aktionären oder überhaupt deine Aktionäre von deinem Würstelstand sind wahrscheinlich flach. Na ja, es ist so. Also der Hauptaktionär wird bald wieder Paare sein. Ja? Also der hat eine Riesenmaßen, das muss ich da in Ruhe einmal dazu. Aber bis so weit ist, Steffi. Zwei blaue waren gefragt. Was, 2000 Schilling am 20. Daddy, du weißt doch, ich lass dich nie hängen, aber das ist ein bisschen viel. Der Steffi dauert nur ein paar Tage. Dann führe ich dich wieder aus in einen Hitten mit drei Haaren, weißt du, und die Frisur muss los. Mit der Frisur gehen wir. Nein, ich halte auf die Frisur. Das ist doch nur für ein Fasching. Lass dir den nicht ausreden vom Oberholzenberger, die schaut gut aus. Also ausgemacht. Du lass die Frisur und wir zwei gehen aus. Gut. Daddy, habe ich dir schon einmal widerstehen können? Aber du, so viel Geld habe ich natürlich nicht bei mir. Du, da muss ich da erst zum Bankomaten gehen. Nach der Probe dann, ja? Steffi, dein Wort ist für mich so viel wie eine Bankgarantie. Also, Prost, gehen wir's an. Herr Direktor, Manege frei. Jawohl, ich danke, dass Sie mir dies erlauben. Also. Mein liebes Bubenchen. Meine Damen, meine liebenswürdigen Herren, ich begrüße Sie im Namen des Zirkus Janek. Jawohl, wir, meine Herrschaften, wir haben Raubtiere als Menschen, das bieten wir Ihnen. Und Menschen als Raubtiere, jawohl, was glauben Sie, was wir noch für Sie haben? Die Tochter, unsere Tochter der Luft, jawohl, sie ist es. Sie verbirgt sich gern, weil ihre blutrünstigen Künste die Darbietung so gefährlich sind. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir zeigen Ihnen aus Mitleid für Ihre Nerven gar nicht, was da ist. Die Darbietung ist gestrichen. Aber jetzt, jawohl, meine Herrschaften, jetzt kommt Ihre Gegenspielerin, die Tochter der Deus Charmant. Es bleiben Ihnen die Worte. Sie wird
Ihnen als Ihre Stellvertreterin, danke für den liebenswürdigen Applaus. Sie wird Ihnen als Ihre Stellvertreterin das liefern, was Sie sehen wollen, Temperament und alles. Genau. Jawohl. Und jetzt, meine Herrschaften, kommen die Janiks. So, bitteschön. Und jetzt, hier ist die Resistance, jetzt kommt die Nummer des Abends und das ist ein Magier, berühmt und hochbeliebt. Er heißt Habakuk und Kompanie. Platz frei! Also, danke vielmals. Hier sind wir also, Habakuk und Company, mit Pippo, Pippo und Habakuk. Ja, also, meine hochverehrten Herrschaften, hier in der Konditorei, Janek. Hä? Schneid keine Gesichter, wenn ich jetzt ansage. Meine hochverehrten Damen und Herren! Was ist denn? Was ist denn? Ich! Was ist ich? Entschuldigen Sie. Ich! Was ist ich denn? Vergessen. Was habe ich vergessen? Oh, ich habe vergessen anzusagen. Entschuldigen Sie vielmals. Aber bitte, bitte. Das ist der kleine August. Oh. Mein Neffe. So. Alles in Ordnung? Ja. Okay? Okay. Gut. Also, meine Damen und Herren. Torte. Was heißt Torte? Jetzt. Torte. Aber, also, nein, so geht das nicht weiter. Oh ja. Nein. Ja. Nein. Pass auf, du setzt dich jetzt daher. August? Nein. Ja. Nein. Ja. So. Und wirst da sitzen bleiben und Ruhe geben. Ich muss jetzt ansagen. Ist er ordentlich? Meine Damen und Herren, heute ist der Tag der Schokolade. Was ist los? Was ist das? Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche. Eine Flasche. Und warum? Na, viel zu klein für uns drei. Oh, das ist wahr. Eine Flasche zu klein. Machen wir gleich etwas. Wir machen es so. Und wir machen Sum-Sum! Oh. Und jetzt macht der Pippo! Und bumm! Hey. Und ist und einmal noch für den Pippo! Bumm! Oh, bravo! Hey. Bravo! 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 Und jetzt! Boogie! Boogie! Ja! Boogie! Hey, Boogie, Boogie! Ja, 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 jetzt kommt Stimmung. Na, was sagen Sie da denn? Die Hand? Ja, was ist der Kater? Ja, 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 ja. Das ist ein seriöser Herr, der etwa zerbrast, ein begnadeter Boogie-Tänzer. So, so, du Habakuk, wie lang wird er denn noch sitzen müssen, bis sie ihn begnadigt haben? Bravo! Meine Herrschaften, heute ist der Tag der Scharlatane. Heute werden unerfüllte Wünsche erfüllt. Hier ist eine Kassette, noch ist sie leer. Da kommen die Wünsche hinein und dann bringt sie etwas. Für die Wünsche. Ach, ja. August, was sagst du jetzt? Was wünschen sich denn die Janek? Ja. Was wir uns wünschen? Ja, sag's mir. Was wünsche ich mir? Sag's mir.
Eigentlich wünsche ich mir, ein anderer zu sein. Nein. Jemand so ganz ohne Sorgen. Warum? Nun ja, ich weiß nicht. Ohne Verpflichtungen. Ja. Weißt du? Und vor allem nicht immer so stark sein müssen. Ich weiß, vielleicht ein Halbstarker. Oh, die muss mich sehr wundern. Du eine Dame voll Pflichtbewusstsein und Sinn für alles Gute und Schöne. Bist du plötzlich eine Halbstarke? Na, das ist unglaublich. Na, eben drum. Ich möchte einmal, einmal möchte ich gern so egoistisch möchte ich sein. So ganz, ganz rücksichtslos. Und etwas wünsche ich mir. Ja. Was denn? Dass ich nicht immer ewig auf den Eddie warten muss. Der Wunsch, nicht ewig zu warten. Ja. Schon ist in der Wunschkassette etwas hier. Eine Uhr für die Ewigkeit. Steht! Eine Uhr! Eine Uhr, die steht! Das ist was Besonderes! Ja. Und was wünscht sich der Edi? Was Geheimnisvolles möchte ich gern sein. Was Fremdartiges. So mit einer Stimme aus Samt. Dieses Sinatra. Sinatra, ja. Stranger in the night. Ja, ba-ba-ba-ba-ba-ba. Nein. Die Stimme ist ja noch etwas in den Kinderschuhen. Kinderschuhe, aber von Sinatra. Also ich dem mehr Schmierpapier geben, Habakuk. Schmierpapier, den ich dem geben. Heute habe ich etwas ganz Besonderes. Was? Das ist das Abwaschtuch der Janex. So sauber. Ja, sauber. Aber dahinter verbirgt sich jemand, der auch seine Wünsche hat und Träume hat. Ja. Der fliegen möchte. Oh. So. Oh. In der Konditorei herumfliegen. Luftballon. Nein, es ist kein Luftballon. Es ist kein Luftballon. Es ist die Kuchenform der Janex. Der schwebende Gugluf. Aber unserer ist größer. Ja, das stimmt. Denn was wir machen, da hat er über, das ist gar kein Vergleich gegen diesen Gugluf. Völlig richtig. Was wünschen Sie sich, Herr Guido? Ja, was immer wünschen Sie jetzt? Schwer. Ich wünschte mir, ich könnte das Rad der Zeit zurückdrehen, bis auf 35 bis 70 Jahre. Um Gottes Willen, Guido, wie kannst du dir sowas wünschen? Das waren ja entsetzliche Zeiten, die du da durchmachen müsstest. Na ja, das will ich auch nicht, sondern ich möchte und ich wünsche mir, dass ich noch einmal jung sein könnte, einmal. Ich glaube, da möchte ich Verschiedenes anders machen. Ach was, ich möchte auch wieder jung sein, mit allen Blödheiten, die man gemacht hat. Nur eine Blödheit hätte ich mir ja sparen, den Oberholzenberg. Aber ich sag jetzt, heiraten ist gar nicht so schlecht. Ich meine, reich heiraten. Und das war nur ein Scheiß für mich, ehrlich. Ich meine, was der lange Habsburger kann ich noch werden. Hör nicht an. Die Rosalie. Von vis-à-vis, die hat seit langem eine Rutsche schon auf mich. Doch eins ist klar, und das ist wahr, wenn ich die Park bleibe, so stier als wie ich war. Ich such ein Brat mit 17 Häusern und ein Bindelkös, die mich verhätschelt und nicht wie ein Fernhardinerkös. Die Tulli kocht so etwa wie die Steffi dann. Die sich kein Hausfreund hat, das macht mir präsent. Ich glaub, das Beste ist, ich melde mich auf ein Inserat. Dort findet man alles, vom Skelett bis Mollert oder Blatt. Mit Kind und Kegel, Wellensittich und Klavier. Und einem Deckel an der Wand, sei lieb zu mir. Also Sinatra bin ich kein. Aber klingt auch schön. Aber Zugabe ist immer ja. Schön. Ja, Sekretär, ich bitte sehr, sag ich zu mir und mach eine Pause und nichts mehr. Doch eins ist klar und das ist wahr,
dass ich kein Geld nicht hab, egal wie lang ich spare. Ich suche eine Braut mit 17 Häusern und ein Bibelgeld, die mich verhätschelt und nicht wie ein Bernhardiner Pöt. Die Tulli kocht so etwa wie die Steffi da. Wie sie keinen Hausfreund hat, das macht mir präsent. Ich glaub, das Beste ist, du möchtest dich auf ein Inserat. Dort findet man alles, vom Skelett bis Mollert oder Blei. Mit Kind und Kegel, Wellensittich und Klavier. Und einem Deckel an der Wand verliebt zu mir. Also, alles kann man nicht haben. Schön sein und gescheit sein und Geschmack haben und eine elegante Rede führen. Das geht nicht. Und so ein Mundwerk haben wie du. So ein Mundwerk haben wie du. August. 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 Ein Mundwerk haben wie du. Du äffst mich nicht immer nach wie ein Aff. Ein Aff. Ein Aff. Lieber Kind, komm bitte, bitte lass uns deine Möbel. Unsere frisch Möbel. Sie werden das erleben. Komm zu mir! Lass dich unbedingt sprechen. Hast du einen Augenblick Zeit, verlassen die Kinder? Hallo Kinder, ich freue mich, dass ihr da seid. Was hast du denn für eine Maske? Wer bist du denn und wie heißt du denn? Bist du eine Tänzerin? Ballerina. Nein, eine Ballerina. Und du? Du kommst. Ich bin eine Katze. Du bist eine Katze. Du bist eine Katze. Warte ein bisschen. Du schaust so toll aus. Er zeigt's euch. Lasst's euch anschauen. Ja, lasst dich anschauen. So, sag ich, mach hier so. Ich bin eine Katze und mach mir auf. Ja, aber laut mir auf. Lauter. Schaut's toll aus. Und jetzt singen wir gleich noch mit. Nein. Singen wir ein Lied. Und die Ballerina? Du musst dich umdrehen. Knicks, ja? Du musst einmal umdrehen. Oh, zeig so, dich. Einmal umdrehen. Zeig dich. Du hast so schöne Haare. Und da ist das Publikum. Und da vorne hast du einen Knicks. Einen großen Applaus. Ja, super. Schön. Schön. Applaus. 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 Ja, schaut's toll aus. Was gibt's denn so Wichtiges, dass du mir das unbedingt jetzt in all diesem Getümmel da sagen musst? Bitte, Peggy, du musst mir helfen. Ich bin vollkommen am Ende. Ja, warum? Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Aus, Schluss, ich kann nicht mehr. Ich schlafe keine Nacht mehr durch. Der Benedikt brüllt und brüllt, dass du lachst, das geht die ganze Nacht. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Die Barbara ist nicht bereit, diesen Buben in ein anderes Zimmer zu legen. Ja, recht hat sie. Ja, sie muss schließlich genauso arbeiten wie du, lieber Stefan. Ja, na gut, es ist euer Kind, nicht nur ihres. Vergiss das nicht. Aber Birgit, ich war das so gewöhnt. Du hast dich immer um die Kinder gekümmert und hast sie mir aus dem Weg geräumt. Ja, schön blöd war ich. Naja, also nein, ich halte das nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Du hast ja keine Ahnung, was das heißt, wenn man keine Nacht mehr durchsteht. Aber ich bin ein sensibler Künstler. Ja. Ich brauche da meinen Schlaf. Es ist ja unfassbar, was in so einem kleinen Körper für eine Stimme drin steckt. Da müssten sich einige von uns im Theater eine Scheibe abschneiden davon. Stefan, sind Sie immer noch so ein begeisterter Vater, ja? Ja. So ein herzigen Putzer. Die geht mir schon lange auf die Nerven. Weißt du, dass ich neulich von ihr geträumt habe? Ja. Ich habe mir geträumt, sie ist meine Lehrerin und ich sitze in der Schule als kleiner Bub und sie haut mir so bumm im Lineal ein auf die... Du bist ein Verbesser. Die schaut übrigens heute noch furchterregender aus. Der Stefan, also gratuliere zu diesem Kostüm, das ist ja Fabian. Wie geht's denn in der neuen Wohnung? Naja. Ja, und was macht der Garten? Schön, dass ihr einen habt, wenn ihr das könnt ihr genießen, wenn das Frühjahr kommt. Das kommt bald. Das steht schon vor der Tür. Nein, die Wohnung wäre ja entzückend. Ja, lauter Flankerl nimm auf. Aber wir brauchen halt ein schalldichtes Zimmer für den Benedikt.
Na ja, also guck, schau mal wieder ein, was die Kinder machen. Also du weißt auch nicht. Hochverehrtes Publikum hier in der Konditorei. Ja. Heute wird ein ganz neues Rezept ausprobiert. Ja. Und zwar ein... Ja. Ein Rezept dieser Art, das ist das Rezept, kann natürlich jeder lesen. Ich mache jetzt... Du kannst nicht lesen. Ja, ich kann es auch nicht lesen. Aber wir machen das. Pass auf. Wir machen heute chinesische Faschingskrapfen mit Bananengeschmack. Ja, und zwar da hinein. Und das ist toll. Und das Erste ist, dass wir einmal das chinesische Rezept hineingeben. In kleinen Stücken. So. Was braucht man noch? Zu einem Faschingskaffen, ein Ei. Ihr wisst alle von vielen anderen Zauberern, dass es ganz einfach ist, ein Ei mit diesem Säcklein aus der Luft zu fangen. In der Luft fliegen viele Eier herum, man braucht nur eines zu greifen, hopp, und hat es schon, und das Ei ist bereits hier an. Was ist das? Wo ist eine Wurst? Ja, aber guck. Unglaublich. Eine sprechende Wurst. Gut, das macht nichts. Ich habe natürlich ein Ersatzei mitgebracht. Und zwar habe ich es hier. Seht einmal, ein wunderbares Ei im Glas, wie man so schön sagt. Das ist aber kein Osterei. Nein. Es ist kein Weihnachtsei. Nein. Es ist kein Frühlingsei. Nein. Es ist ein Wanderei. Oh. Ein ganz was Neues, eine österreichische Erfindung. Man gibt das Ei hier hinein, bedeckt dieses Glas. Hier habe ich ein anderes Glas. Und jetzt mache ich zum Sum. Und das Ei ist hier angekommen. Glaubst du das? Nein. Du glaubst es nicht. Ich glaube es auch nicht. Warte mal, probier. Eis, da ist es weg. Aber jetzt. Zurück! Zum Zoom! Eis weg? Eis weg. Eis da! Fantastisch! Also gut, ein Ei da hinein. Ja. Wo habe ich jetzt das Ei? Ist es da? Ist es da? Da ist es! Da ist es nicht. Nein! Da ist auch nicht! Wo ist es denn? Wohl? Ist welches? Ja. Vielleicht ist es da? Ja! Da ist es auch! Jetzt habe ich zwei! Das kann alles sein! Na gut! Dann habe ich natürlich etwas Milch, braucht man dazu. Jeder weiß, ein Milchkrug. Und wenn ich ein bisschen... Oje. Da ist auch nichts drinnen. Das ist ja Wasser. Was Wasser? Aber es ist fast nichts. Das ist ja Wasser. Zum Zum. Und da kommt schon das Wasser heraus. Aber ich will ja eine Milch haben. Das ist doch Wasser. Das ist Wasser. Pass auf. Sagst du Zum Zum? Zum Zum. Zum Zum. Wunderbar. Schau her, wie das zu Milch wird. Lalalala. Und ein paar Tropfen da hinein. Und den Rest brauchen wir nicht mehr. Den geben wir in eine Tasse. In eine Milchtasse hinein. Und jetzt, nein. Eigentlich brauche ich diese Milch überhaupt nicht mehr. Warum? Ich brauche sie nicht. Ich weiß ja, ich gebe Hoppa! Das sind chinesische Krapfen. Jetzt brauchen wir noch etwas Reis. Diesen Reis hier nehmen wir und geben ihn hinein. Seid ihr einverstanden? Ja. Was? Gut. Also ein. Da ist kein Reis. Was? Das ist ja leer. Das ist ja leer, das Glas. Ein Beispiel, wie die Chinesen Reis herbeinehmen. Sie nehmen ein Glas und sagen Ping, Pong, Ping, Pong, Ping, Pong. Und der Reis ist da. So. Ganz einfach. Dann nimmt man die Essstäbchen der Mandarine der 18. Dynastie. Nimmt hier zwei Körnchen heraus. So, sehr gut. Ausgezeichnet. Also, Reis ist drinnen. Jetzt brauchen wir noch etwas Bananengeschmack. Das ist eine Plastikbanane, das ist ja vollkommen. Weil drin ist noch eine Banane. Und diese Banane machen wir auch auf. So und so. Okay. Und darin ist ähnlich die Banane, die ich brauche. Und davon brauche ich nur ein kleines Stückchen. Jetzt, ganz wichtig ist, mit einem chinesischen Fächer da ein bisschen Milch zu machen.
Na, schnell, Nina, jetzt machen wir das. So, ja. Und jetzt komme ich zu euch und ihr sagt, Sum, Sum. Sum, Sum. Lauter. Lauter. Ja, Sum, Sum, und das schon her. Das ja. Sie sind doch, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Ja, aber mein Späßl ist da drin. Aber und von dir ist doch gerne auch hin. Wir sind nämlich eine unzertrennliche Partie. Ja, das sind gerade im Moment geladene Gäste. Ja, schau mal. Ist das der Kita Jasen oder was? Bist du einfach? Was? Was hat der Franz Liest denn da? Ja? Okay, aber du bist ja bessere Leitstellung. Das ist ein Maß, mal auch in Kostüm und Maske hörst. Okay, ach, was du nicht sagst. Geh. Bis was gehst du, hä? Na, geh bitte, was machst du? Was machst du denn da? Jetzt wird deine Hör zu und heute an. Das klappt mit dem Testament. Ach so? Ja, da kommt gell. Meine Arbeit hat sich erkundigt, verstehst? Das zweite Testament, das was der Peter Patschi gemacht hat, das gilt nicht. Was jetzt gilt, ist meins. Das heißt, ich krieg das Heidl und das ganze Bargeld. Und das ist alles viel mehr wert, als wir zwar geglaubt haben. Na, sicher. Na, was? Hör zu, der Peter Patschi war ein kater Hund. Der hat ein Bankdepot gehabt. Was hat er? Ja, na, was will er? Das hat ja keiner gewusst. Na, aber mein Anwalt, mein Anwalt, der Fuchs hat das rausgekriegt. Ja. Ja. Na, das ist ich bin ein gemachter Mann. Ja, bist gestorben. Und wenn du jetzt schon spürst, dann investiere ich noch was davon in unseren Riesel statt einem Brunnen. Na ja, hoffentlich. Ja, das ist ein Haus. Neo und Signation dazu, gelb-weiß, gestreiftes Sonnentacheln. Neuesten Rieselkocher, ja. Mikrowellen hier. Vielleicht kriegen wir den Engländer, wie heißt der? Alles. Design. A la Bonheur. Ja. Und du weißt, was das heißt, die Birle, ja? Piano, die huchen alle mit, das sind Geschäftsgeheimnisse. Und so, die Wände haben doch da oben, na, da hast du's. Ist das ein Freund? Von dir willst du uns nicht bekannt machen? Bitte schön, das ist mein Freund der Charlie, das ist meine Tante, Stefanie. Ah ja, das ist deine Tante. Ja. Na, glaub ich, Brigotte, die heißt, das ist ja so die Tante, die auch geht. Bitte, Herr Charlie, lass nach. Na, was ist mit uns, Puppe? Gehen wir am Schwung, oder? Bitte, Herr. Ich bin nämlich ein Kreh auf so rot, ja, das ist eine Türe. Da muss ich gerne mal auf einen Flug. Ja, ich träume auch schon lang von so einem Mafianbus. Ja, wie Sie. Sagen Sie mir, haben Sie eine Binde gehabt, Entzündung, dass Sie im Zimmer eine Sonnenbrühe aufhaben müssen? Aber nein, das ist doch nur das mit der Glanz von deinen Haaren nicht so blind, Schatz. Also Sie sind der Charlie. Na, fein haben Sie den alten Herrn eingekocht, Sie Herzlich. Was ist? Ja. Na, was war's denn? Nichts. Sie hören Sie, das hat alles seine Richtigkeit. Ja, ist das klar? Ja. Ja, die Stütze seines Alters. Ja. Der Trost seiner Eltern. Ja, so sagt der keiner was, er hat einen viel geholt. Zum Saufen haben sie ihn geführt und zum Kartenspielen. Und wenn sie dann besoffen mit ihm rausgekommen sind, nachdem sie in Tirol Beißeln geschleift haben, waren seine Säcke leer. So haben sie sein Alter gestützt und so haben sie ihn in seiner Einsamkeit presst. Wenn Sie hören, Sie sind Steffi, dann sind Sie vielleicht bei der Heizung mit der Person zum Fußballverein. Weil Sie ja wollen, was geht das dir was an, wenn was verheert? Da braucht ihr nicht heftig. Haben Sie nicht selber drauf gespitzt, oder? Verwahrt mit der notigen Nachbringung, die sucht die Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Sag einmal, Daddy, mit solchen Leid gehst du um? Aber was du da nichts anhörst, das ist so in der Privatwirtschaft. Daddy. Aktionär ist Aktionär. Lass mich in Ruhe, mit aller Wehe, mit den Köln. Ja, Daddy. Komm, jetzt geh du heim. Sag einmal, du, Daddy, was sind denn das für Geschäfte, die du mit solchen Leuten aber was, das ist alles ein Missverständnis, das ist doch wohl, reg dich nicht auf. Du sollst heim, hab ich gesagt. Ich habitiere die Herrschaft. Ach so. Daddy, wie redest denn du auf einmal mit mir? Du bist ja auf einmal ganz verändert. Ich kenn dich ja gar nicht mehr. Das ist eine sehr sympathische. Du, Daddy, du kannst nur anrufen mit der Frau, wenn nicht spät ist. Das klar, dann kann das Leben wieder aussehen. Du bist so unfreundlich. Marschier, bitte, sei so nett. Ja, grüß und geh. Du bist der Klassiker. Was soll das heißen? Das ist eine sehr sympathische. Wir haben gesagt, Stangen, verstehen Sie? Verstehst du mich? Aber gehen Sie weg. Es tut mir leid. Ich hab das nicht gewusst. Schau mich nicht so an. Daddy, verschwind. Ich genier mich. So für die, wie ich mich mein ganzes Leben noch für niemanden geniert habe. Aber ja, es tut mir leid. Das ist einmal so auf der Welt. Das Leben ist hart und voller Entbehrungen. Aber ja, sie wird sich schon davon. Na ja, gut, also. Dann machen wir weiter, ne? Wo haben wir aufgehört? Ja. Machen wir. Musik, da, wo ist der Habergut? Gehen wir es an, wieder Zauberei. Tanzen wir, kommt, Agi. Also ehrlich, Teddy, mir ist die Lust auf das Fest ordentlich vergangen. Warum? Na, schau dir die Steffi an. Der geht's jetzt wirklich nicht gut. Ich bitte dich, ja.
Die Dagmar hat wirklich recht. Wir können doch jetzt die Steffi in dieser Krise nicht allein lassen. Da muss man hier beistehen. Ja, ja, alles hat seine Zeiten, bitte. Und jetzt ist keine Zeit für ein Fest. Und besonders, wenn jemand, ein Mensch, gekränkt wird. Also, Kinder, zusammen aufräumen. Das Fest, aber los, das Fest wird abgesagt, bitte. Nächstes Mal wir den Bord in einer Säme. Aber wir machen dann mal ein Fest. Ja. Spätestens, wenn der Held. Da komme ich dann ohne Kostüm, weil der Auf ist eh immer der Bräutigam. Aber jetzt geht's. Ja, Janik, das Fest ist alles. Wenn alle so ankeriert sind. Gehen wir halt. Gehen wir. August. Ja. Oh, aber guck, wer wird denn weinen, wenn wir auseinandergehen? Bussi, Bussi. August, wir gehen nach Hause. Die Vorstellung ist zu Ende. Jetzt, Sie sind nicht so traurig. Ich meine, Sie sind doch nicht verantwortlich für den Daddy, der aber ist ja erwachsen. Der war doch immer das Beste, was ich gehabt habe. Mehr als die eigene Tochter und er ist mein Mann. Und jetzt dabei ist er so ein ganz, ein gemeiner Filou. Frau Steffi, im Leben hat der Mensch viele Illusionen und wenn er sie halt eines Tages hergeben muss, dann tut es ein bisschen weh. Aber wie das weh tut, Frau Steffi, ich war immer so stolz auf den Daddy und jetzt stehe ich da wie eine Hochstaplerin vor Ihnen aber und für die anderen und ich schäme mich so. Oh Gott. Scheinbar schon aus, ne? Scheinbar. Komm, kann dich ja nicht so alleine da stehen lassen. Tanz mal ein bisschen. Du musst halt mit mir Vorlieb nehmen. Du tanzt mit mir? Mhm. Komm. Weißt du, Dagmar, du hast vorhin was sehr Gescheites gesagt. Niederlagen muss man lernen. Da muss ich halt durch. Wir beide gehen da durch. Und dann wird sicher wieder gut. Sicher. Dein Wort in Buddhas Gehörgang. Im Übrigen, ich verstehe gar nicht, was du hast. Du bist ja ein guter Tänzer. Gekommen. Oh doch. Du frauzelst mich. Ah, ich bin so froh, dass du da bist. Setzen wir uns, ja? Magst du einen Krapfen? Nein. Weißt, ich lasse das ja nicht raus, aber ich habe den Beruf angefangen mit einem richtigen Ideal, dass ich Menschen helfen kann. Und wenn mir dann so etwas passiert wie heute, das ist wirklich schlimm. Das glaube ich da schon, aber wie gesagt, Fehler kann jeder machen und du schaffst das sicher, weil der Dr. Heidenreich, der ist in Ordnung und der schmeißt dich auch nicht raus wegen eines Fehlers. Aber der Dr. Heidenreich, weißt du, auch ihn zu enttäuschen, das ist für mich unheimlich schlecht. Ich weiß, ihr mögt euch, aber gerade deswegen wird er das verstehen. Ich hoffe es sehr. Spiel was. Komm. Burschen, spielst noch was? Hä? Was Flotteres. Komm, und jetzt tanzen wir mal richtig. Spiel irgendwas. I was born in the city, was driving my needles. I was born in the city, got laid down on my knees. Was longing for the
Auf der Mottenkiste. Ich komme so wenig mit dir zum Tanzen, das weißt du. Aber wenn man ein bisschen mehr üben, dann kriegen wir noch Preise dafür. Das kennen wir mal ich. Ich bin Schatten.